Luca, dürfte ich dich kurz entführen? Ja. Enda, wollen wir mal kurz ein bisschen plaudern? Die ist ein bisschen gekränkt natürlich auch, genau wie der Luca auch so. Das geht jetzt gleich erstmal gerade zu biegen. Ja, wegen gestern nochmal. Katastrophal. Passt mir nicht. Ich verstehe, dass dich das gestern schon gekränkt habe, als ich dir das gesagt habe. Zu Recht auch. Und dafür wollte ich mich entschuldigen. Ich will auf jeden Fall, dass wir uns weiterhin immer noch genauso gut verstehen, wenn es machbar wäre von deiner Seite aus. Klar. Du bist immer noch mein Favorit, das sowieso. Aber ich will halt echt mit allen Männern wirklich mal quatschen, ey, kennenlernen und das und das. Das eine hat mit dem anderen halt nichts zu tun. Also, ich bin der entspannteste Typ, was sowas angeht. Und du kannst auch mit dem Micha rummachen, so viel wie du willst. Juckt mich nicht. Was ich halt doof fand, war gestern echt die Situation. So. Ich denke mal, für den Luca war es weniger schlimm, dass wir uns geküsst haben, sondern diese Zeitspanne. Wenn wir halt vorher da so sitzen und uns küssen und dann auch so, das ist was anderes irgendwie, eine andere Vertrautheit. Und du dann 2 Minuten später zu Micha gehst und Micha küsst, dann ist halt so, dann denk ich mir, okay, aber da bin ich halt raus. Ich habe ihr gesagt, dass ich auf jeden Fall ein bisschen wieder zurückruder, weil ich nicht viel davon halte, wenn man mit mir so rumknutscht, noch mit anderen rumzumachen, das geht halt nicht für mich. Tut mir safe leid. So. Ich weiß nicht, ob du das halt auch richtig verstanden hast. So. Es ging mir nicht um den Kuss selber, sondern ich fand halt einfach dieses Vorher und Nachher einfach. Das hat mir gar nicht, das hat mich echt sauer gemacht. Das hast du ja gemerkt. Vielleicht haben wir irgendwie eine Grenze überschritten erstmal im ersten Moment. Aber wir sind ja hier, um Vollgas zu geben. Ich habe dich halt so gefragt, so ja, aber wer ist denn noch so deine Favoriten oder so, ne? Und du hast mir halt niemanden genannt. Ich weiß nicht, also irgendwie war das merkwürdig. Und dann sind wir auseinandergegangen, ne? Dann haben wir fertig geredet. Und auf einmal fing das dann halt so an, dass du ja, auf einmal war dann Celine halt aber da. Sich so völlig random dann irgendwie so Celine schnappen, von der er noch nie irgendwie ein Wort vorher gesagt hat. Kam dann in dem Moment so, kam es so ein bisschen so, als würdest du mir das unter die Nase reiben. So kam es in dem Moment also rüber. Nee. Ihr wisst, ich hab gegen rummachen ja gar nichts so, aber ich will einfach, dass man mit mir da irgendwie so ein bisschen ehrlicher umgeht. Wird jetzt auch nicht mehr so passieren, dass ich da dir die Zunge wieder in den Hals steck. So. Das muss von dir kommen. Also wenn du da irgendwann der Meinung bist, okay, dann kannst du gerne mal versuchen, aber kann auch sein, dass ich dann bei anderen bin. Ja. Also muss ich dir halt auch ehrlich sein, weil ich warte jetzt nicht auf dich. So, ja, nein, ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, so. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, ob ich noch mal auf den Luca zugehen werde, weil ich weiß nicht, was jetzt die nächsten Tage, Wochen passieren wird. Ja, finde ich gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Ja. Ja, jetzt gucken, wie sie sich weiter verhält in Zukunft. Ich hoffe, dass wir trotzdem weiter irgendwie dran anknüpfen. Schon krass, in welcher Gefühlswelt hier man stündlich fast irgendwie switcht. Das ist crazy. Lass ich mal durch. Ja, aber damit du es halt weißt, für mich ist dann so ein Streitthema ist dann halt auf dem Tisch. So, ne? Gegessen, ne? 20 Singles suchen ihr Perfect Match und ihr sicherlich neue Videos, die gibt's hier. Und die ganze Staffel gibt's dort.